Wahrscheinlich hasst ihr mich jetzt, weil ich den blöden Bären da nicht drin habe. Der hat so ein bisschen Maul geupst. Ich komme nicht mehr raus, Thorsten. Ja, ich komme schon. Soll ich ihn dann packen? Der kriegt schon keine Luft. Doch, der kriegt genug Luft. Der hat immer eine läppische Nase. Also, Thorsten hat sich dieses Voyage 3 zu Baza Chronicle da. Cosmocovius Chronicle. Ich kann es nicht aussprechen. Gekauft. Es gibt mehr. Es gibt so ein Anime-Video. So ist meine Stimme viel besser, glaube ich, oder? Aber es hört sich nicht weiblich an. So muss es bleiben. Das ist DVD, die Volume 3. Oder? 2? Nein, 3. Und hat 2 DVDs. Ist eine gute Serie von Clamp. Wo man durch die Universen von Clamp reist. Zum Beispiel Magic Knight, X oder Shobits. Kennt ihr die? Das ist She. Eigentlich eine gute Serie. Kann ich eigentlich empfehlen. Mögen auch bestimmt die Mädchen unter euch. Ich pack mal aus. Oder nee, Thorsten. Okay, dann darf ich es auch mal sagen? Ja, mach ruhig. Dann pack ihn mir. Mach dir keine Sorgen. Du kommst gleich frei. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt. Ich glaube, es gibt nur 3 Stück davon. Habe ich, glaube ich, so komplett. Ja, ich meine, ich habe die komplett. Ich weiß es gar nicht mehr, so viele Animes ich habe. Ich meine, ich habe die komplett bei der 2 mich letztens eingeschlafen. Aber es ist trotzdem eine gute Serie, wie sie schon gesagt hat. Die Jenny Bär. Genau, ich heiße Jenny Bluestorm. Es sind also die Figuren, die hier mitspielen, reisen durch das Universum von Clamp. Also zum Beispiel hier, wie eben gesagt, Magic Knight steht ja hier. Die erfolgreichsten bekannten Zeichner, Teams von Clamp, X, Chobits, Magic Knight, Rare, Cup to Sakura, vereint die beliebtesten Charaktere des großen Clamp-Universums mit einem abenteuerischen und romantischen Story, ein Mix aus der Spannung garantiert. Und ich bemerke gerade leider was ganz Fieses. Das hier. Scheiße, kann ich überhaupt nicht ab. Naja. Kotzt mich gerade tierisch an, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Egal, machen wir jetzt erstmal das Buch. Das ist hier auch direkt in der Malma. Hier ist ein, was ist das? Storyboard-Buch. Anime-Video hat es vertrieben. Inhalt. Hier, das ist dann Captain Sakura. Dieser Hase aus Magic Knight. Ist aber eigentlich ein cooles Buch. Finde ich schön immer. Kann euch die Serie ans Herz legen. Also wenn ihr den Zeichenstil von Clamp nicht mögt, dann kauft es euch bitte nicht, weil sonst kriegt ihr das Kotzen. Aber ich mag den eigentlichen Stil und hier ist auch ein Knick drin. Super. Krieg ich echt. War auch viel zu lang. Ist das, oh Gott, das ist ein Produktionsfehler gewesen. Seht ihr das? Seid ihr auch viel zu lang. War neu, also das ist nicht eingeschweißt worden, es war eingeschweißt, aber trotzdem nervt mich das gerade ein bisschen. Naja. Gut. Gucken wir uns mal die DVDs an. Episode 19 bis 22. Das sieht geil aus. Wenn es doch ein bisschen, vielleicht sieht man es. Freigegeben ab 6. Dann ist hier noch eine Karte gewesen. Ich weiß gar nicht, gibt es Anime-Haus noch? Ich glaube nicht. Gibt es noch? Ja, gucken wir uns mal das Programm aus. Ah ja, die bringen ja die Conan-Filme raus auch. So, Anime, die gibt es auch noch. Die erscheint, glaube ich, nur noch alle paar Monate, ne? Hier, alle Ghibli-Filme von Universum-Filmen. Kann ich alle ans Herz legen. Mein Kameramann hat gerade Schluckanfall. Blackjack. Das sieht cool aus, kenne ich gar nicht. 12-teilige TV-Serie, deutschen Synchron. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Conan den Tiefbox, Conan ist cool, hab ich immer gern geguckt. Die Ewigkeit, die du gewinnst, kenne ich auch nicht. Boah, wie viele Animes gibt's denn eigentlich? Ah, ganz nett, die finde ich geil.
Die habe ich auch. Die sind cool. Die kann ich Ihnen empfehlen. Und dann, also kann ich euch so empfehlen, da gibt es nichts zu sagen. Wird, glaube ich, jedem gefallen. Alt, jung, Mädchen und Junge. Saber Rider, Starships. Ja, eine Serie eher für Jungs, aber auch Mädchen gucken die gern. Da waren auch so Figuren bei. Hier, da, die habe ich ja. Eben, das ist hier. Katzenauge, ein super Trio. Empfehle ich euch auch. Die muss ich mir aber noch kaufen. Ich liebe diese alte. Das ist auch eine alte Serie, die ich liebe. Katzenaugen. Voltron, das habe ich früher mal auf RTL 2 gern geguckt, aber das ist scheiße. Also ich finde das nicht mehr so gut. Oh, oh la la. Die habe ich mir aber nur so gekauft, 3x3 Augen. Da kenne ich auch wieder nichts. Doch, hier, das kenne ich. Hier kenne ich wieder nicht so viel. Das habe ich mir letztens auch gebraucht gekauft. Gundam finde ich eigentlich geil. Was mich an Gundam ein bisschen stört, ist die Story. Also wenn man da nicht alle Folgen kennt, ist es sehr kompliziert zu verstehen. Lodos. Ah, das wollte ich mir immer holen, habe ich schon nie gesehen. Kastanie. Kickers sind auch cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kitsuna sagt mir gar nichts. Das sieht aus wie Harry Potter ein bisschen. Das kenne ich, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, das ist von den Ramna-Zeichner sogar. Das habe ich auch, glaube ich sogar. Ja. Magic Knights gibt es auch? Ach, das habe ich doch an Packen, war ich Idiot, ne? Auch. Das habe ich doch. Stimmt. Also, da habe ich schon nicht ein Spiel von? Ich meine, ja. Nee, habe ich gar nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Boah, ich habe so viele Anime. Ich muss die echt mal kontrollieren. Oh mein Gott, das kenne ich wieder. Ramna 1,5 war nicht so meine Serie. Finden viele cool, ich fand es jetzt nicht so gut. Red on Die. Sieht gut aus. Saber Rider, ja. Kann ich jeden empfehlen. Vampire Princess soll auch gut sein. Habe ich auch, glaube ich. Black Lego. Gibt es wahrscheinlich bei denen nicht mal die Magazine. Ja, die Serie ist wieder zu gut. Also zurück zur Serie. Die ist geil. Das habe ich so kompliziert. Ich muss gucken, dass ich auch irgendwie das Bild da gerade geknickt habe bei den anderen Folgen hier. Weil mich das tierisch anpisst gerade ein bisschen. Boah, super, ey. Glänzt auch wieder so. Ja, das stört mich aber tierisch, dass das so verknickt ist. Na gut. Wurde halt eben von Anime Virtual Dings da vertrieben. 6 Jahre, 16:9, Episode 23 bis 26, 100 Minuten, 2 DVDs, Zone 2 Part. Audio Deutsch, Französisch, Japanisch, Untertitel Deutsch, Französisch, Polnisch. Und hier dasselbe. 100 Minuten halt, ne? Oh, ist kacke, ey. Naja. Ich wüsste jetzt, was der im Packen mir sagen will. Wenn du mit der kleinen machst, wundere dich nicht, dass die DVDs kaputt sind. So, und dann habe ich mir noch für je 4 Euro Arjuna gekauft. Ist, glaube ich, komplettiert jetzt auch. Also ist komplettiert. Arjuna Volume 1 Director's Cut. Arjuna Volume 2 Director's Cut, Arjuna Volume 3 Director's Cut und Arjuna Volume 4 Director's Cut. Ich kenne das nur von Viva, hab's damals aber nicht gern geguckt, ich weiß auch nicht warum. Das ist halt eine Serie, da geht's um ja die Welt, da wird auch alles gezeigt, wie produziert, wie ein Hotdog produziert wird und was da drinne steckt und wie ekelhaft das eigentlich sein kann. Die hat so Kräfte und so einen Bogen, ich kann mich aber nicht mehr genau dran erinnern. Ist aber ein Stock gut gewesen, auch vom Zeichenstil hat mir das gefallen. War ein bisschen gegen, also ich konnte es nur einmal gucken. Untertitel Deutsch, Sprache Deutsch, Japanisch, Laufzeit Episode 1 bis 420 Minuten, Bonusmaterial, Bildergalerie, Spezial, PC, Screen, Windows. Immer mit einem schönen Bild drin. Das ist ein großes Bild. Und ein Booklet ist da drin. Also für 4 Euro nehme ich jede Anime-Serie mit, die ich mal ein bisschen gut fand. Der steht auf sie, ist aber normalo, sie hat ja so diese Bogenkraft. Ich weiß auch nicht mal, warum die das hat. Hier ist noch so ein Booklet drin. Oh, meine Lieblingszeichnerfigur. Wie muss ich den Namen wieder nicht mal weiß? Oh, Animes. Ne, Mangas. Ne, Animes, Mangas. Beides. Nein, Anime. Alles. Ich kann mich nicht entscheiden. Pardon. Ist die empfehlenswert? 4 Euro kann ich dir jeden empfehlen. Also damit macht er nichts falsch. Wo habe ich die gekauft? Bei eBay Privatperson. Also ist ein Händler, denke ich mal, gewesen. Auch wieder so ein Hochglanz. Ich liebe das eigentlich schon Hochglanz. Das war auch wieder von OFA. Wie ihr wisst, gibt es hier OFA-Film nicht mehr.
lief damals neben Noah. Wie hießen die nochmal, diese mit den Roboter? Cartoonio Soundtrack? Ach, wie hieß das dann nochmal? Habe ich auch auf DVD. Kennt ihr den schon gut? Genau, das. Das lief auch damit auf Viva. Und. Ne, das lief nur auf Viva und auf MTV lief dann Escaflow, Nero. Boy? Nero Boy? Ach! Golden Boy. Golden Boy. Und, Lupin. Und Ghost in the Shell. Ghost in the Shell lief auch. Ja, aber Stan Complex. Ja, noch ein Komplex. Und dann nochmal ein Bild. Die hat auch irgendwelche Kräfte, ich weiß aber nicht mehr welche. Ich glaube, der war böse. Sind freigegeben ab 16 ist die. Ich glaube, die sind alle ab 16. Hier muss ich aber das Bild gleich noch ein bisschen höher machen. Das nervt mich auch ein bisschen, wenn die Hersteller das nicht ganz gerade machen. Und dann die letzte Episode dann hier. Oh, das mit der einen DVD, das nervt gerade ein bisschen, weißt du? Dann bist du froh, du hast was komplettiert und dann ist das so ein Scheiß. Geht auch. Ne, die geht nur 90 Minuten. Man ist auch wieder im Bild. Ist ein bisschen anders als andere Miserien, würde ich mal sagen. Aber empfehlenswert. Hier sieht es wieder aus wie ein Schlachtfeld. Auf jeden Fall, die empfehle ich euch. Ihr dürft, also nur wenn den Clumps da ist, die nicht mögt, dann kauft es euch bitte nicht. Nicht, dass ihr nachher sagt, was hast du mir da für ein Scheißangebot. Aber ich mag es auch, wenn ich auch die Clumps-Anime-Serien mag. Ich tue es mal so unten. Ich glaube, das hat der Hersteller so oft gemacht. Ja. Ist halt, wenn der Magic, das ist für jeden Clamp-Fan eigentlich was drin. Da ist X drin, da ist Magic Knight drin, Chobits. Und halt die Serie, müsst ihr euch mal angucken. Ich find's gut. Das ist, weil das geknickt ist, ey. Krieg ich echt einen Affen. Ich leg's mal so hin. So. Warte, du hast das Müll vergessen. Scheiß auf den Empackgewehr, jetzt bin ich ja dein Drücker. Entschuldigung, Leute, es ist immer wichtig. Entschuldigung, wieder raus. Der gehört jetzt zur Familie. So, Leute, kommentiert und bewertet. Und Entschuldigung für diesen Auftritt, aber es musste was sein. Er braucht seine Lehre. Auf Wiedersehen. Tschüss.